Die Ausstellung im Neuen Museum in Weimar behandelt ja knapp 500 Jahre Geschichte der Ernestiner. Und um diese 500 Jahre greifbar zu machen für die Besucher, haben wir an verschiedenen Stellen interaktive Stationen angebracht, die den Besucher dabei unterstützen sollen, verschiedene Zugänge zu den Themen und Inhalten zu finden. Die erste Station in der Ernestiner-Ausstellung beschäftigt sich mit dem Reformationsteppich. Vor dem Teppich befinden sich Tische mit einer drehbaren Oberfläche. Auf der Oberfläche sind zentrale Motive des Teppichs herausgelöst, noch einmal dargestellt. Und so möchten wir den Besuchern helfen, die verschlüsselte Botschaft hinter den Bildern zu verstehen. In der Ausstellung gibt es ja sehr viele alte Bücher. Und um den Aufbau und die Bestandteile, auch den Herstellungsprozess eines alten Buchs aus der Zeit der Renaissance greifbar zu machen, haben wir einen alten Holzdeckelband anfertigen lassen. Beim Thema die Ernestiner und die Wissenschaft wird ein heraldischer Himmelsglobus ausgestellt. Diesen haben wir in überdimensionaler Größe nachbilden lassen, um das Objekt erlebbar zu machen. Die Ernestiner betrieben ja auch geheime Wissenschaften an ihren Höfen, sprich die Alchemie. Ihr seid Fürst Feierwild. Euer ausschweifender Lebensstil verschlingt all die Taler, welche eure Untertanen mühsam erwirtschaftet haben. Innerhalb eines digitalen Alchemiespiels kann der Besucher in die Rolle eines Herrschers schlüpfen, der einen Alchemisten an seinem Hof beschäftigt. Die letzte interaktive Station ist ein Kugelspiel, eigentlich ja ein Kinderspiel. Jedoch geht es hierbei um eine sehr komplexe Situation, nämlich den Weg der Ernestiner in das 19. Jahrhundert. Mit den interaktiven Stationen möchten wir die Inhalte der Ausstellung spielerisch erfahrbar machen und den Ausstellungsbesuch insgesamt zu einem Erlebnis machen.